Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Eigentlich schon fast eher Replay of the Month und wenn nicht sogar Replay of the Year. Weil in dieser Woche haben wir den T55 Mod 1, den ich mir rausgesucht habe, mit dem Death Warrior 012014. Und man muss sagen, dieses Replay ist in jeder Hinsicht wohl mit das Beste, was ich jemals gezeigt habe in diesem Jahr. 2575 Basiserfahrung hat er am Ende hier eingefahren und hat ordentlich Credits noch mit nach Hause genommen, auch wenn er den ein oder anderen Premium-Schuss abgibt, aber das ist scheißegal, weil bei diesem Damage darf das auf jeden Fall passieren. Ich sag mal, der Damage ist exorbitant hoch und die Runde sollte richtig, richtig perfekt werden. Also, ich kenne noch die Stats und hoffe, dass es auch so sein wird. Jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Auf jeden Fall geht er jetzt erstmal für den Hügel. So, jetzt hat er leider ein bisschen Pech aktuell mit dem T-54 da gehabt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aktuell noch ein bisschen Penetrationsprobleme, aber das kann jedem passieren. Da den Garde schön hingestellt, wurde auch sofort da weiterhin beschossen und damit hat er gut schon Supporting bekommen, nämlich 800. Und jetzt langsam klappt es auch mit dem Damage. Das hat er auch auf Premium und da umgeswitcht. Ja, und weiterhin bleibt er dann natürlich drauf. Hört er gar nicht auf. 1100 Damage. Der T-54. Guckt er mal so. Aber den SP, der will da hoch und sofort kriegt er dann die Begrüßungsstelle. Kein Problem für ihn. Wird er ein bisschen mutiger. Seitlich T28 auch sofort da natürlich den Damage angebracht. Mit Premium hat er ja dementsprechend den Durchschlag. 247 mit Normal wären es nämlich nur 190. Das ist natürlich schon definitiv spürbar im Panzer. So, den T54 kann er langsam aber sicher so gut in den Griff bekommen, merkt man schon. Er kriegt den Schaden angebracht. Er selber bekommt jetzt aktuell kaum mehr Schaden. Hat er am Anfang schon viel dagelassen. So, der T54 hat ihn da zwar eingegeben, aber er ist sofort hier hingestellt. Schön gemacht, auch den Winkel verändert und jetzt kann er ihn da rausholen. Gute Action dagegen den gegnerischen T54. Schön gespielt. Müsst aufpassen, der KV-3, der lurcht da ein bisschen. Der SP wartet da natürlich auch, aber ja, auch hier spielt das wieder super. Fahrt rückwärts ran, dass er dem KV eine geben kann. Sieht, wohin er da aimt und zack, nochmal eine und wieder nach vorne. Spielt es jetzt hier wirklich seine Position super aus. Hat natürlich eine Silhouette, die schwieriger zu treffen ist. Der SP dachte sich, jetzt probiere ich es, meine Chance, aber kann er nicht nutzen. Und weiterhin nervt er den KV-3. Jetzt wählt er auch normal wieder als Granaten vor. Also geht es weg von den Premium-Shells. Denkt sich, yo, den T29, den sollte ich auch so machen können. Hat ihn jetzt zwar gerade hingestellt, aber kein Problem. Im nächsten passt dann auch. Schon 4000 Damage. Und er hört nicht auf. Er bleibt hier weiter am Ball. Spielt hier auch wieder schön mit dem Frack. Schön hinten rausfahren. Möglichst ihm hier nicht so die Möglichkeit geben, viel Schaden auf ihn zu machen. Jetzt ist es natürlich schwierig, da Damage zu bekommen. Wird hier selber nicht getrackt, kann ja ein bisschen was bouncen. T59 kriegt jetzt ein bisschen Besuch. Ja, jetzt auf den Turm, da er wartet, bis der seitlich ein bisschen rumlurrt. Also konnte er da gut drauf schießen. Jetzt wartet er und ja, hofft natürlich, dass der T29 so rausfährt, dass er da noch einmal draufkommen kann, um seinen vierten Kill zu machen. Und ja, da kommt er und er macht seinen vierten Kill. Der Gegner ist jetzt am Cap. Man sieht auch, der ist komplett am Cap alleine. Keiner seiner Panzer da in der Nähe. Das heißt, das Decappen wird ziemlich wahrscheinlich auch auf ihn jetzt hier zukommen müssen, dass er sich darum auch kümmert. Aber erstmal schaut er da hinten, ah, da ist die Arti, alles klar. Decappen wurde jetzt auch schon, das heißt, er kann jetzt erstmal auf die Arti gehen. Ist jetzt offen, muss also aufpassen. Haben nämlich zwei Artis, nicht, dass die eine auf einmal meint, hoppala, hier, jetzt finde ich dich. Aber erstmal ist die Arti rausgenommen worden, auch sein Spot. Also auch da hat er die im Blick. Jetzt hat hier
die anderen nachgeschossen, aber das war halb so wild. So, und jetzt wird hier gekappt. Eine 110er seitlich nicht mal angekratzt, nicht gekettet, leider dadurch auch kein Decap. Und der geht jetzt natürlich wieder hinter das Gebäude, um da möglichst sicher zu sein. Aber der T10, den kann er decappen. Sind aber leider nur 15 Points gewesen, denn der Meister hat der 110, aber der kommt jetzt hinten rausgefahren. Und da kann er 48 Punkte wegnehmen. Sehr gut, sehr wichtig auch natürlich an der Stelle. Nochmal hier den Schaden anbringen können und nochmal 4 Eroberungspunkte verringert. Jetzt geht er wieder mal für die Art. Die denkt sich, oh ja, die nehme ich auch mal schnell mit. Sein 5. Kill, der nächste macht er damit den Krieger klar. Er bleibt hier weiterhin auf dem Hügel, ist hier aktuell King of the Hill. So, der T10 seitlich, ja, rausgenommen. 19 Decap-Punkte da und jetzt ist nur noch einer im Cap und damit auch die Zeit deutlich wieder länger. Also schön und richtig hier gemacht. Ja, der V, den hat er schon gut vorhergesehen, dachte sich, ja, der dürfte da gleich kommen, deswegen hat er da schon mal eigentlich auf den gewartet. Mittlerweile bei 5700 Schaden. Der ging nicht durch. So, und jetzt hat er den da rausgenommen, natürlich mit Premium einfach mal gnadenlos weggebolzt, weil das ist auch so der Moment, man merkt, okay, das wird so eine der Runden meines Lebens. 6200 Damage und da will man natürlich vermehrt auch wirklich jetzt jeden Schuss auch noch komplett anbringen. Gerade weil er auch merkt, so sein Team, naja, der Scorpion da hinten ist eher passiv, der T10, der hilft ihm jetzt auch gerade nicht wirklich. Also jeder Schaden, den er jetzt anbringen kann, ist natürlich Gold wert. Der T28 direkt unter ihm, der macht ihn jetzt auch dementsprechend auf. Ein Panzer im Cap, ist immer noch der 110er. Ich weiß nicht, was der T10 da drüben macht. Ist noch rappelvoll, also der dürfte eigentlich auch nicht AFK in dieser Position stehen. 110er hat jetzt nochmal decappen können, auch wichtig, aber jetzt ist er halt selber nur noch bei 56 HP. Also er muss es hier gerade gefühlt ganz alleine machen. Sein Skorpion oder Scorpion hilft hier nicht wirklich. Die Artis selber ratzen jetzt auch nicht so richtig rein und der T10 scheint AFK zu sein. Also da hat er noch richtig Arbeit vor sich. Scorpion und Gibi Panther pingen wenigstens, dass sie ihn hier unterstützen werden. Jetzt konnte er den Jagdtiger da aufmachen. Wichtig, dass hier kein anderer gerade in den Cap fährt. Damit hat er dahingehend ein bisschen Zeit. Die Artis sollten jetzt hier eigentlich auch gut unterstützen können. Aber leider wird jetzt die eine Arti direkt rausgenommen. Die Gibi Tiger P hält jetzt auch nicht wirklich rein. Unterstützungsdamage bekommt er nämlich nicht. Also ist ja wirklich schade, dass er so auf sich allein gestellt ist. Auf der anderen Seite muss er natürlich hier alles an Skill und Können jetzt auspacken, was da in ihm steckt. So, ja, da wollte der T28 kommen, aber auch den hat er gut vorher geahnt und ist schon mal hier richtig hingegangen. Also er hat ein gutes Feeling für die Runde. Jeder, der jetzt sagt, boah, der cheatet doch oder bla bla bla, könnt ihr gleich einstecken, weil sowas, solche Mods gibt es gar nicht erst, die einen geschlossenen Panzer irgendwo zeigen, wohin er fährt. Also das ist einfach ein gutes Gameplay und ein gutes Mitdenken hier von dem Spieler. So, er guckt nochmal, wo ist denn der 110er? Schaut der vielleicht nochmal so raus? Aber aktuell nicht der Fall. Wie gesagt, der Scorpion selber, der ist da hinten mit seinen Voll-HP. Oder einen hat er wegbekommen, doch einen Ram wahrscheinlich. Immer noch ganz entspannt. Jetzt hat er hier mit HE decapped. Da sieht man mal, er hat wirklich, wirklich einen Plan und denkt wirklich mit. Und ein gutes Spielverständnis. Sensationell, wie er das hier mal macht. Also für jede Situation macht er hier den richtigen Move. Nicht umsonst hat er auch schon seine Radley Walters sicher. Und die Arti, wie gesagt, nach wie vor weiß ich nicht, was die Arti hier macht. Der T10 schreibt nur, er hat Lags und
in einer eher unschönen Art und Weise. Und ein Lex, ob das natürlich dazu führt, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann, lass ich mal dahingestellt. Aber es bleibt weiterhin hier an ihm. Und er macht das super. Er macht das einfach sehr, sehr, sehr gut. Er wartet auch immer, bis er zu ist, um dass er dann erst wieder schießt und dann, dass er dann wieder zurückzieht. Wie gesagt, aktuell, er bekommt null Support von niemandem. Seine Arti, sein T10, sein Scorpion, alle am Pennen. 7206 Schaden. Jetzt endlich, der GW Tiger hat da auch mal ein bisschen mitgeholfen. War aber auch mehr als überfällig. Er nimmt noch die letzten zwei Premium-Granaten in Angriff, die er hier für sich zur Verfügung stehen hat. Da ist der 110er wieder zu sehen. Kriegt ihn da gut auf und kann nochmal decappen. So, der geht jetzt wieder in Deckung, aber... ja, da muss man natürlich auch aufpassen. Das ist so der Moment, wo man sich denkt, jetzt nur bitte kein Drop-Kill dadurch. Aber auch da, mittlerweile denke ich, es läuft bei ihm einfach so perfekt. Er kann's gar nicht mehr verkacken. So, der 110er seitlich nochmal. Der wird jetzt, er kettet ihn jetzt hier nur. Und ja, jetzt vielleicht nochmal ein Arti-Hit. Arti hält nochmal rein, macht 13 Damage. Er wählt auch schon HE vor, weil jetzt ist es wirklich nur noch ein... ja, jetzt ist es zwar Auge um Auge, aber jetzt sollte er das machen. Er fährt jetzt auch in Cap. Damit ist jetzt hier das zumindest mal zurückgestellt. Und jetzt probiert er es wahrscheinlich, ja. Ah, nee, er hält auch da. Er probiert es nicht einfach, sondern er macht es hier auch mit Köpfchen, weil er weiß, aktuell hat sein Team ihm hier gar nicht geholfen. Das heißt, er muss es jetzt auch nochmal selber machen. Aber jetzt macht er es und er macht die Runde perfekt. Und für mich eins der besten Replays, wenn ich nicht sogar wirklich das Replay of the Year. 7.696 Schaden im Achter mit 2.720 geblockt und 2.400 unterstützt. Er hat natürlich alles defended und alles zurückgesetzt, was hier zurücksetzen galt. Radley Walters hat er easy peasy mit 9 Kills geknackt und eben 2.575 Baserfahrung. Ich glaube, es war mehr als sehenswert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr bleibt mir auf dem Kanal erhalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen da. Folgt dem Kanal und empfehlt mich weiter an eure Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.